Hallo, liebe Mädel und Buben, und willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. Die Spirits sind auch wieder mit dabei, seht ihr ja. Und Jawollo! Hallihallo! es ist hier alles wie immer. Es ist nichts passiert in den letzten Folgen. Richtig. Langweilig. Also Nein! so ruhige Folgen habe ich noch nie aufgenommen. Richtig. Und deswegen bauen wir uns jetzt erstmal eine goldene Statue für unser Reich. Ne? Ein bisschen Dekadenz muss auch sein. Ja, wir haben festgestellt, es reicht noch nicht bei uns. Deswegen muss ich jetzt erstmal eine goldene Statue bauen. Du musst nur dafür sorgen, dass die in dieser Folge fertig wird. Ja, da steht gerade, es wären nicht genügend Materialien da. Dann nimm eine kleine. Ohne Moos nichts los. Dann mach eine kleine. Aber Hauptsache hat Andi seine kleine goldene Statue. Keine Materialien, warum nicht? Ach, wahrscheinlich, Moment, weil das Gold. Anders, das ist eine Lagerzone. So viel Gold braucht man aber nicht für eine Statue. Ja gut, dann wird es wohl nichts mit meiner goldenen Statue. Warte mal, vielleicht liegt es einfach nur dran, weil die Marmorblöcke hier jetzt da im Weg sind. Ach so, ja, bestimmt. Was hatten die Maggie gerade geschlachtet? Steinbock, wo waren da noch? Achso, ja, Ja, stimmt, der der lag eine, da der oben von da. dem Bart getötet. Genau, der vom Wag getötet wurde, genau. So. Der Andi ist noch am Schlafen, der Wieler schläft, der Elmo schläft und Irene und Maggie sind wieder am Arbeiten. Ist klar. Der Klassiker, die Weiber Also, sind immer am Arbeiten. den Stahl haben wir für die Solaranlage. Gut. Ja, da wird noch Stahl für die Batterie abgebaut. Hauptsache, das muss jetzt fertig werden in dieser Folge. Also die Solaranlage muss fertig werden. Dann muss die Batterie fertig werden, die Leitung muss fertig werden und die Goldstatue. Also die Leitung und alles ist fertig. Ah nein, stimmt, es Nein. fehlt noch ein Stück. Es fehlt noch Batterie und ein Stück Okay. Leitung. Die Solaranlage kann dann auch gebaut werden. Die Maggie füllt da auf, ist am Kochen, Irene ist was am Essen, wieder schläft. Und ihr kriegt eine Besuchergruppe. Aha. Mit denen könnt ihr vielleicht handeln. Ui, aber Hauptsache die Maggie kocht, dann gibt es keine Lebensmittelvergiftung So, und nee, die keine kann das nicht so Kotzerei. gut. Die kann das nicht Hauptsache so gut. ich koche nicht. Deswegen siehst du mich auch beim Essen, weil Maggie kocht. Sonst habe ich ja gekocht und nicht gegessen. Weil ich nicht kochen kann, so nach dem Motto. Was sind das für einer? Ja. Von irgendeiner Konföderation, das sind friedliche. Ah ja, okay. Ah, oh, das ist schön. Denn Unterhändler Maggie kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig hören. Schön. Wieso hat Maggie eine niedrige Gesundheit? Hat die wieder Hunger? Ach Ja, so, doch. ja, weil das Ohr abgebissen wurde. Tut mir ja leid. Ah, okay. Oh ja, da war ja was. Da war ja was. Dann Ja, schiebe ich den das hat Andi. Max gemacht, bevor er wieder erschossen hat und weggelaufen ist. Genau. Also, gut, zum Kaufen könnt ihr könnt einen Hut kaufen. Ja, nee. Aber ihr könnt da ein bisschen was verkaufen. Genau, die Drogen alle weg. Was? Ja, alle Drogen verkaufen. Ja, wir sind nächste Runde nicht mehr dran. Bevor die Berliner auf die Idee kommen, hier irgendwie Sich uns Drogen, nee, uns Drogen zu zuzudröhnen. geben, müssen wir denen alles verkaufen. Gut, okay, die Uns Drogen habe ich alle zuzudröhnen, drin. genau. So. Ihr habt aber noch ein bisschen Puffer. Also der hat 230 und ihr kriegt bis jetzt nur 49. Was können wir denn noch Ein paar verkaufen? Waffen vielleicht. Waffen? Also da ist eine Hose, Ne, Waffen brauchen wir. die könnt ihr verkaufen. Nö, ich glaube, den Knüppel können wir verkaufen. Ihr könnt auch einen der Iquas verkaufen. Guck mal, 38. Und eh Ja, schlechte verkauf. Qualität. Ja, hau weg. Ja, weg Gibt zwar damit. nur Knüppel, 77 Cent, das aber Messer, wie genau. sieht es mit dem aus? Besser auch weg. Brauchen wir nicht. Ja. Gut, der Bogen hat auch nicht mehr viel, aber der ist gut. Der hat eine gute Wertung. Ja, dann lass es. Ja, ansonsten ist ja Alles eigentlich gut, alles sonst in haben wir Ordnung. ja, wir haben ja keine Not. So. Hauptsache, die Drogen sind von uns weg. Ja, die sind jetzt weg. Gut. So, ich versuche es mal, das Gold zusammenzulegen. Vielleicht hilft das was. Ah, da wird jetzt erstmal gegessen.
Wieder spielt Hufeisen werfen, muss ja auch sein. Alles gut. Irene kann mal ein bisschen arbeiten. Ja, genau. Ich habe nicht genug gearbeitet, ne? Deswegen schläft sie auch. Du, ab und zu muss man auch schlafen, oder nicht? Ja, komm, du hast jetzt nur hier diese Ecke ich des Stahl ein abgebaut bisschen mal Loch, und ein paar weißt du? Bäume Ich so ein gefällt. bisschen Also bitte. Bergbau gemacht. Lass mir doch wenigstens 2 Stunden schlafen eine Woche. Also, sorry, ich bin Saarländer. Ich verstehe es nicht, warum einer bei Bergbau müde wird. Also das gehört bei uns zur Verstehe ich Kultur. eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Also in der realen Welt Guck kann mal, ich es nicht aber unsere Batterie nachvollziehen. ist voll aufgeladen. Das ist Das gut. ist echt gut. Sehr Also schön. selbst bei einer Sonnenfinsternis, da habe ich eben mal drauf geachtet, seid ihr safe, was das angeht. Sehr schön. Wir haben es schön warm. So, machen wir die Marmorblöcke mal weg. Vielleicht kannst du dann was bauen. Bestimmt. Maggie, Irene schlafen. Was macht denn der wieder? Ach, der putzt Ja, bei euch. putzen, Der das ist putzt bei gut. euch. Der kann gut gerne bei uns putzen, ja. Kann er hier auch gerade putzen? Und dabei tanzt er den Fortnite-Dance. Den Zahnseide-Tanz. Zahnseidetanz heißt okay. Gibt es mittlerweile in WhatsApp als GIF ein Herz, der diesen Zahnseidentanz durchführt? Ich habe Keine mich so. Materialien, ich verstehe es nicht. Wie? Keine. Ja, nee, dann haben wir nicht genug Gold. Ja, aber ihr habt 200, da 214. Verstehe Okay. jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Benötigt 50 Materialien. Oh, Materialien mit geringem Volumen wie Gold benötigen 10-mal so viel. Okay. Oh, okay. Das Gut. erklärt einiges. Ja, gut, dann wird das wohl nichts mit meiner Goldstatue. Dann musst du wohl Max und Maggie erpressen, Warum? dass die es für dich die nächsten Folgen Na, bauen. wir sind ja dann nach ein paar Folgen wieder dran. Außer wenn Im es so vielleicht jetzt einen Lauchi oder jemand anderes gibt. ja. Flauchi meinst du? Flauchi, tut mir leid. Nee, Wauchi. Wauchi. Da, die Irene baut die Solaranlage. Das ist Wieder gut. die Batterie. Sehr schön. Fleißiger wieder. So, damit ist ja auch. Ach gut, die Heizung ist noch nicht gebaut. Ja, die Heizung und es fehlt, glaube ich, noch ein Stück Stromkabel, ne? nein, das ist gebaut. Ah, okay. Das ist jetzt gebaut. Es fehlt nur noch Stahl. Das Soll ich liegt da das unten. So, die Maggie ist am Essen. Der Andi stellt eine Skulptur her. Und der wieder ruht sich aus. Gut. Jetzt sind unsere beiden, die wir retten wollen, einfach abgehauen, ne? Ja gut, ihr habt sie ja gerettet. Ja, aber die sind ja einfach abgehauen. Dafür haben wir die ja nicht gerettet. Naja, wir haben trotzdem was Gutes getan, so zum Thema Karma, ne? Wir Ja. haben ein Lebewesen Guck mal, wir haben gerettet. bald Bier erforscht. Oh ja, bitte. Ja gut, das wird euch jetzt aber nichts bringen, weil es ist jetzt Winter und da werdet ihr keine Hopfen anbauen können. Außer wenn ihr euch ein, ach verdammt, wie heißen die Dinger? Ein Gewächshaus baut. Aber das fehlt, glaube ich, auch noch von der Technologie. Das hat Gut, jetzt keine aber jetzt können wir ja schon Priorität. mal die nächste Forschung bestimmen, ne? Nee, ah nee, die ist noch nicht fertig, noch nicht ganz. Ja, die Maggie ist kurz vorm Ende schlafen gegangen. Na super. Der Elmo frisst ein bisschen Unkraut. Nur noch der Wieder ist wach. Was macht denn der? Ach, der baut die Heizung. Ja, typisch jugendliche Menschen. Die Jugend heutzutage können nicht schlafen, haben Energie. Bauen Heizungen. Ja. Klar, haben kein Internet, können kein Fortnite spielen. Einmal werden sie produktiv. Auf einmal, ne? Maggie spielt Hufeisen werfen. Irene ist am Essen. Andy sammelt seine Energierüstung ein, die er haben wollte. Ja, weil er die ganze Zeit Schiss hat, dass sein Ohrläppchen abgeschossen Ja, wird. die Energierüstung hilft mir auch nicht. Was macht denn jetzt? Ah, hilft mir auch nicht beim. Warte mal kurz. Ach, jetzt verstehe ich. Irene, das war deine Energierüstung. Echt? Wenn du die Energierüstung anhast, kannst du keine Weste, Hose und alles andere anziehen. Weil Ach so. Andi hat sich gerade ausgezogen, als er die Rüstung anzog. Deswegen war die plötzlich da.
Ach so, okay. Hat Andi Drogen genommen, wieso er sich ausgezogen hat? Nee, weil. Ja, ich weiß, war gerade ein Spaß. Da war noch eine Rüstung übrig. Und ich habe gedacht, ziehe ich die mal an. So, Forschung abgeschlossen, braun. Gut, Sehr schön. dann die nächste Forschung schnell einstellen, bevor wir nicht mehr dran Was sind. wollten wir Genau. machen? Schmieden. Schmieden, sehr gut. Kriege ich Schmuck? Yay! Ich glaube, die gibt's nicht. Ah, aber Nee, Prothesen. ja, genau. Kannst du eine Weil Prothese ans Ohr hängen? Maggie braucht ja eine Ohrprothese. Nice. Doch. Und du ein Ohrläppchenprothese. Ja, das Ohrläppchen ist wieder nachgewachsen. Er hat keine bleibenden Schäden, Ja, muss beim man ja nächsten sagen. Mal, bitte. Maggie braucht eine Ohrprothese, dass sie wieder handeln kann. So, gut, da ist er an der Statue dran, die Irene. Wir sind alle am Abbauen. Ja, schön brav. Wir brauchen Stahl braucht man ohne Ende. Merke ich schon. Ja, das stimmt allerdings. So, hier lädt die Batterie schön auf. Sehr schön. Da Heizung. liegt roher Reis bei Maggie, Aber wir warum brauchen auch noch. immer. Ah, nee, unten die beiden Betten sind jetzt frei. Von daher ist alles gut. Brauchen wir unten keine Heizung aktuell. Der Reis, wird der nicht schlecht auf dem Feld, wenn der nicht geerntet Ja, wird? den müsste man langsam mal abernten. Die Maggie ist jetzt aber wieder am Forschen. Gut, solange es noch nicht schneit, vielleicht wird es ein schneefreier Winter. Kann ja auch passieren. Ja, aber sicher, es wäre ärgerlich, wenn wir jetzt da noch Essen haben und. Ja, also verhungern werdet ihr nicht. Ihr habt jede Menge Fleisch. Ja. Und noch Kartoffeln, Reis habt ihr auch noch jede Menge rumliegen. Die Irene ist am Kochen wieder. Oh je, Maggie Andi wird kotzen. forscht. Oh Jesus. So, da an diesem Abbau und ja, es läuft eigentlich gerade Was ganz ist denn gut. jetzt schon wieder ein Risikozusammenbruch? Bei wieder. Er wurde beleidigt. Oh. Was? Wer hat ihn beleidigt? Gerade am gucken. Wieder und Irene kamen sich näher über das Thema Männlichkeit. Oh. Ja gut, das ist dieselbe Altersgruppe. Andi, du bist halt zu jung. Irene, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wieder war ja der Sohn von Max. Ja. Aber Max war ein Jahr jünger. Ein Jahr jünger, ich weiß, das habe ich mitgekriegt. Okay, hast du mitbekommen, das Ja. Zeitreisephänomen. Ja. Vielleicht hat das Max auch so verwirrt, dass er wieder erschossen hat Da hast du doch und Max. Maggie das Ohr abgeschnitten hat, weil er Bestimmt. Zeitreisender war. Das war doch das Video, wo du Max und Maggie aufgeklärt hast. Das habe ich ihr heute extra nochmal Ja. gezeigt, dass sie auf dem aktuellen Stand ist, wer was hat Ah, und wer okay. was kann. Sie hat sich kaputt gelacht, dass ich nichts kann. Und jetzt bist du derjenige mit Energierüstung. Richtig. Ah, elektrische Mit Geräte Energierüstung und funktionieren der nicht. besten Waffe. Elektrische Geräte funktionieren derzeit nicht. Es Warum? gab eine Sonneneruption. Und gut, Oha. im Winter ist es hier alles eh kalt. Also die Nahrung wird nicht verderben. Euch Ja, wird es aber halt unsere kalt. Heizung funkt dann nicht. Was sind das? Angefragte Karawane. Oh. Ach so, nee, du musst eine Karawane wegschicken. Ach so, und du musst auch noch Möbel und sowas herstellen. Oh, das macht Andi bestimmt Spaß. Nee. Möbel herstellen. Da bist du die Expertin. Nee, Irene. ich. Kunst und Handwerk kann ich super. Ja, aber So als Hausmeister. das mit den Möbeln, das ist Bauen. Das ist Bauen. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Das ist ja auch Qualität. Okay. Dann lass mich das mal machen. Nee, das können wir jetzt nicht. Da können wir uns nicht drauf konzentrieren. Wir müssen uns jetzt winterfest machen. Ja, ihr müsstet auch noch Kleidung herstellen, Schlafsäcke und Richtig. alles. Das Ja, genau. wäre. Oh, Irene schmeißt eine Party. Immer diese Party-People in der In der Apotheke. Lagerzone.
Klar. Tanzen wir aus den blutigen Kleidern unserer Feinde. Oh, wir haben keine Drogen, das wird eine Lama-Party sein. Wir haben auch nicht mal Bier. Nee, wir haben nicht mal Bier. Aber was apropos Bier, sollen wir gerade mal die Anbauzone für Bier festlegen? Ja, wo bitte. Wo soll die hin? Direkt neben dem Feld, also ziemlich direkt, nicht direkt, direkt dran grenzen. So. Nee, noch ein bisschen weiter nach links. Noch ein bisschen, so. Okay. Nicht so riesig. Nicht so riesig. So 6 auf 6? Ja, genau. Gut. Und zwar Hopfen. Ja. Gut. Was passiert denn dann eigentlich, wenn die Siedler sich betrinken mit Bier? Hatte ich noch nie. Die kamen mit einem Patch dazu. Mit einem der letzten. Okay. Also, das hatte ich in der zweiten Staffel auch nicht. Es kam viel dazu. Irene ist wieder am Kochen. Die Maggie ist am Forschen. Der Andi macht seine Skulptur. Komm, die wollen wir jetzt noch fertig kriegen. So. Dann kriegen wir jetzt die Skulptur noch fertig und dann gucken wir mal, was ich da schon wieder geschnitzt habe. Vielleicht schaffe ich es endlich mal, Irene. Oder ich mache ein Bildnis wie Irene wieder. Ah, ne, Irene hat er wieder gar nicht erschossen. Nein, das war der Max. Wie Max wieder erschießt. Was machst du denn das eigentlich? Marmor. Eieiei. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles bricht in zwei. So weiter. So, und sie ist fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was ich da wieder produziert habe. Titel: Brennender Dämon. Oh. Qualität gut. Diese Schnitzerei verbildlicht die Erzählung von Andy, wie er Cambia, Vexa, Beatox öffentlich und, während andere zusehen, entkleidet. Vexa, Beatox ist sichtlich erregt. Ist Vexa, Beatox Irene? Nein, ist nicht Irene. Das muss einer der... Das war irgendein Typ gewesen, der mal in der Siedlung war. Wie ein Typ. Das ist ja einfach. Vexa Beatox ist doch ganz klar ein Männername. Ja. Ein Brigant posiert am Rand des Bildes. Der fotografische Stil der zentralen Szene widerspricht der einfachen Darstellung des Hintergrundes. Diese Illustration bezieht sich auf das Ereignis, als Andy Vexa Beatox entkleidete. Jetzt weiß ich, wer Vexa Beatox war. Das war der Fette, der da rumgelegen hat. Das war der Einzige, den du entkleidet hast. Wie geil! Andi ist dein Exhibit. Nee, warum? Ich habe den nur entkleidet, dass wir die Kleidung benutzen können. Aber ich kann ja nichts erregt dafür, dass Vexo Beatox erregt ist, wenn ich ihn entkleide. Obwohl er schon tot ist. So, was sollen wir mit der Statue machen? Im Lager behalten oder willst du aufstellen? Ich stelle die auf jeden Fall auf und zwar in den Raum von Maggie, bitte. Wohin? Da steht schon eine, ja. Ne? Ja. Stehen überall schon Statuen. Ah, okay. Ja, dann lass die erstmal im Lager, vielleicht können wir die verkaufen. Ja, die kann man verkaufen oder du kannst auch einen Aufenthaltsraum oder sowas machen. Ja, genau. Verdammt. Der Wart greift Elmo an. Oh mein, nein. Erschießen, sofort. Ich weiß nicht, ob wir den noch retten können. Ich schick alle hin. Elmo ist schon betäubt, er kann nicht mehr abhauen. Elmo ist tot. Wie Elmo ist tot? Elmo ist tot. Der Wag hat ihn getötet. Aber nicht Elmo. Nicht traurig sein, mein Schatz. Nicht Elmo. Können wir jetzt den Wag verbrennen oder irgendwas? Du schlägst ihn gerade tot. Gut.
Sollen wir Elmo ein Grab machen? Das geht nämlich. Ja, bitte. Können wir den in die Kathedrale legen? Ja, Sarkophag? Das geht. Das ist, gut. Ich glaube, also ich meine, es geht. Kann man ja gerade mal versuchen. Ja, nein, Moment, es geht, es geht. Dann bau ihm bitte auch einen Sarkophag. So. Aus was für einem Material? Marmor. Marmor. Gold haben wir ja wahrscheinlich zu wenig, oder? 600, boah. Da habt ihr zu wenig. Ihr könnt nur Silber. Dann nehmen wir Silber. So. So nebendran? Ja. So, die Irene, dann kommt die beste Qualität. So, der Wag ist tot. Tut mir leid, mein Schatz. Mein Elmo ist tot. Tut mir leid, mein Schatz. Nee, den Wag wollen wir auf gar keinen Fall fressen. Na, jetzt zu spät. Ja, ist noch nicht zu spät. Können wir den Wag irgendwo hintragen und verbrennen oder so? Nee, leg ihn irgendwo oben in die Ecke und lass ihn verrotten. Geht das? Ja, geht. Trägt Wag zur Abfallzone. Gut. Und dann lassen wir ihn mal schön verrotten. Drecksvieh. So, die Irene, die baut jetzt den Sarkophag. So, jetzt gebe ich den Befehl, dass man den nicht mehr anfasst. Gut. Er soll in der Pampa hinrotten. Eieiei, du hast ihn mit dem Gewehr und mit der Faust totgeschlagen. Gut. Verdient hat das. Das ist die Natur. So. Muss ich mal kurz überlegen. Auch jagen, um zu fressen. Funktioniert. Tiere töten nicht aus Leidenschaft, sondern um zu überleben. Ja, nicht in die Abfallzone. Irgendwie kann man die doch beerdigen, die Tiere. Ich weiß, dass es geht. Ach ja, genau. Tierleichen, jawohl. Da muss er jetzt wahrscheinlich einstellen, nur Alpakas. Naja, das geht jetzt nicht. Trägt zu Sarkophag. Ah, perfekt. Oje, und ein weiteres Mitglied der Kolonie ist von uns gegangen. Traurig, ne? Der Titel des Sarkophags ist Poker. Eine Porträtierung auf dem Sarkophag handelt von einem Wag, wie er scheinbar ohne Reue das Leben von einem Alpaka beendet. Richtig. Der Wag scheint zufrieden mit der Situation zu sein. Die Szene scheint sich außerhalb einer Gemeinschaft abzuspielen. Die quadratische Struktur des Bildnisses scheint beinahe den komplexen Stil zu widersprechen. Diese Darstellung erzählt von dem Ereignis am 4. August 5501, als das Alpaka von dem Wag getötet wurde. Ja, das ist ein schöner Text für Elmo. Ja. Wieder steht kurz vorm Zusammenbruch. Ja, klar, Elmo ist gestorben. Ja. Nein, er wurde von Irene zurückgewiesen. Schatzi, oh warum Mann, musst du mal... Bin ich so ein Mobber hier, oder was? Kannst du nicht einfach die Siedlungsmatratze sein? Wieder umgarnte Irene durch das Beschreiben seiner Beobachtungen zum Thema das Schicksal des Universums. Irene mischt ihn ab. Da hat er aber auch ein richtiges Thema ausgesucht. Und trotzdem weise ich ihn ab. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt wieder verbannen, ne? Es geht hier echt zu wie im Meerschweinchenkäfig. Ja, definitiv. Ich baue schon wieder eine Statue. Lass mich doch mal Kleidung. Ah ja, tatsächlich. Lass mich doch mal Kleidung machen. So, ja. Was soll man machen? Irgendwas Warmes für den Winter, ne? Ein Parker vielleicht. Parker? Ja, ein Mütze. Parker. Also du, gut, Parker brauchst du keinen. Eine Mütze vielleicht. Ja, eine Mütze, wunderbar. Also Mützen, dann, die... Mütze für alle. Machen wir gleich 4 Stück oder so. Gut, ich mache aus jedem Material, was halt da ja, ist. Ja, ja, alles gut. Der soll sich nehmen, was er hat. So, 4 Stück. Ihr
Irene, die baut den letzten Reis ab. Hatten wir nicht noch hier eine Nähmaschine? Nein, das ist die Nähmaschine mit der Kleidung. Genau. Der Nähtisch wieder, dreht wieder durch und pflegt Gegenstände kurz und klein. Oh nein! Warum denn jetzt schon wieder? Weil er abgelehnt wurde, oder was? Wahrscheinlich, weil er abgelehnt wurde, ja. Er hat ein kleines Aggressionsproblem, ja. Ne? Ich merke das schon. Die Internetverbindung ist vielleicht nicht so dolle. Oje. Die Mutti ist sensibel und der Sohn ist aggressiv. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Das Bett kann man ruhig kurz und klein hauen. Wir haben eh kein Tier mehr. Die beiden brauchen Therapie. Nein, Therapie. Genau, der Elmo ist ja nicht mehr da, der kann sie nicht mehr therapieren. Du bist gleich fertig mit der Statue, also ich lasse dich die noch fertig machen. Das schaffen wir diese Folge noch. Eieiei, jetzt haben wir keine Tiere mehr. Wir haben keine Tiere mehr, ne? Unglaublich, ohne Tiere ist das Leben echt scheiße. Das ist natürlich wirklich ein bisschen doof, dass alle Tiere gestorben sind. Ja gut, der Elmo kam ja auch eher durch Zufall in die Siedlung. Wer weiß, was da jetzt noch kommt an Tieren. Richtig. So. Ja, aber ich hoffe ja trotzdem noch auf darauf, dass dann bei den anderen da irgendwie vielleicht noch eine Maxine auftaucht oder so. Und Elmo 2.0. Und Elmo 2.0. Wir haben jetzt einen, der mit Tieren gut umgeht. Also theoretisch bräuchte nur ein Alpaka, kann ich den Befehl geben, das Tier gezielt zu zähmen. Ja. Das der Wider kann ja gut mit Tieren, ne? Ja. Affen, das ist ein Alpaka. Das ist ein Alpaka. Ah, dann schick mal wieder los. So viele Alpakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann schick mal wieder los. So, aber ich nehme eins, wo ein bisschen jünger ist, dass ihr auch länger was davon habt. 2 Jahre. So, das sollte man auch noch zähmen können. Alpaka-Farm. So, ist mit allem okay. Gut, ich habe jetzt da den Zähmenbefehl gegeben. Und Vida hat sowieso die hohe Priorität mit Tieren. Genau. Pflege 1. Also da wird er sich hauptsächlich drauf konzentrieren. So, komm, mach noch deine Statue fertig. Und er ist schon dabei, das Alpaka zu zähmen. Sehr schön. Ja, aber das wird dauern. Da musst du echt viel Glück haben, dass du das auf Anhieb kriegst. Er hat's gezähmt. Das kann aber dauern, 2 Sekunden später. Können wir das Elmo 2 nennen? Ich mach gerade alle Befehle. Das hat aber echt Ewigkeiten gedauert. Ja, das ist unglaublich. Ach ja, aber er kann auch keinen Meister haben. Wie, der kann keinen Meister haben? Er ist noch nicht trainiert genug, das kommt jetzt alles erst. Ja, ist ja, alles gut. Hauptsache, wir haben wieder Elmo zurück. Wieder saß bei Elmo und redet mit sich selbst über die Verbindung zwischen den Zielen des Lebens und der Ehre. Aha. Können wir noch einen Alpaka zähmen? Ja, wir ihr könnt alle zähmen sogar. Am besten dann zähmen alle. Dann haben wir eine Alpaka-Farm, unser Traum. Alpaka-Farm. Ja, das wäre auch ein Traum von mir. Echt? Ja, ich hab sogar Saar-Alpaka Wollstrümpfe. Die sind so gemütlich. Wir haben Alpaka-Decke. Wir haben vor 6 Jahren darüber uns unterhalten, davor sogar vor 8 Jahren, als wir zusammengekommen sind. Dass wir eine Alpaka-Farm irgendwo mal haben wollen. Ja, ich habe und dann noch ein paar Jahre später, jetzt sieht man überall Alpaka-Farme. Überall. Ich habe mich ja auch schon dafür eingesetzt, dass wir Alpakas zu uns kriegen. Auf die Arbeit für die Leute. Ja, das voll gut. Ja, meine Chefin lehnt das leider komplett ab. Tiere. Nein. Doch, das ist leider so eine. Wenn ein Mensch keine Tiere haben kann. Die beste Therapie für Beschäftigung, ja. Ja, für alle Menschen. Die beste Therapie für kranke Menschen, für alle Menschen. Warum wird eigentlich der Billardtisch nicht gebaut? Haben wir keinen Stoff, oder? Das kann gut sein. Stoff, ja, Stoff fehlt. Aber deine Skulptur ist fertig und sie hat den Titel Krimineller. Oh, diese Skulptur enthält eine Abbildung von Maggie, wie sie kameradschaftlich ein Getränk von Irene spendiert bekommt. 10 Trecher sind an dem Gespräch beteiligt. Diese Illustration bezieht sich auf das Ereignis, als Maggie sich mit Irene auf einer Party entspannte. Ja. Endlich können wir uns zusammen entspannen mit Maggie. Guck mal, stell doch die Skulptur bitte in der Küche auf. Dann haben die Mädels auch was zu gucken, während sie kochen. Und wo?
Links. Links. So? Links. Ja. Ja, genau. Okay. So, Moment, der wieder. Ach, der wieder besucht Elmo. Nein, wieder besucht wieder. Wieder besucht oh, wieder. Nein! Oh mein Gott, oh nein. Hast du gesehen? Wieder hat einen Holzsarkophag und Elmo hat einen Silbersarkophag. So, der Elmo ist jetzt bei euch in der Siedlung. Wieder besucht sich selbst. Eieiei. Das ist schon makaber, ne? Ja, also es fällt, glaube ich, auf, wenn hier irgendwann jeder rumläuft mit einer Zahl in deinem Namen. Ich glaube, das können wir nicht mehr vertuschen. Ja, wir können da nichts dafür, dass Max durchdreht. Ja. Ach, das war damals so lustig, als das bei Magus passiert ist und die beiden das dann mitbekommen haben. Ja, wieso steht da wieder 2.0? Was ist denn da passiert? Wieso ist denn da ein Grab? Das war so gut. So, ich schneide gerade mal noch ein bisschen Holz für den Generator. Ja, Holz. Ach, da läuft Elmo. Ach ja. So, beste medizinische Versorgung, wenn was ist, natürlich. Klar. Das ist unser Wappentier. Oh, Scheibenkleister, Blitzsturm. Was? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Nein. Ja. Ja, ein bisschen brennt, aber... Blitzsturm ist vorbei. Okay, jetzt müssen wir erstmal... Ja, ihr löscht leider nur das Feuer, das in diesem blauen Gebiet ist. Alles, was nicht in diesem blauen Gebiet ist, wird nicht gelöscht. Okay, alles klar, dann machen wir nichts mehr. Ja, dann fackelt ihr alles ab. So, komm schon. Andi bekämpft die Flammen. Ja, ist klar. Ah, wieder hat noch ein Alpaka gezähmt. Sehr schön. Wie nennen wir das? Elma. Ist es weiblich oder männlich? Es ist ein Männchen. Ich muss mal gucken, ist Elmo. Männchen? Elmo 2 ist auch ein Männchen, ja. Das ist dann L. L. Nee. Wie El Bungee. Nee. El Bungee. Nee, das ist, Luke. Hulk. So, der Hulk. Sehr gut. Oh, es brennt ja ganz gut da oben, ne? Ja, es schneit leider ja auch nicht. Das bräuchte es jetzt, ein bisschen Schnee. Aber wieder macht sich jetzt wieder an die Maggie ran, während es brennt. Nein, nicht wieder, jetzt macht er sich an die Maggie ran. Das ist aber auch ein alter, schwerer Nöter. Wieder redet mit Maggie über Schminke. Genau, mit Maggie vor allem über Schminke, genau. So, ihr seid da ganz erfolgreich da unten. Oh, da oben fackelt euer Abfalllager ab. Oh je. Oh. Es könnte ruhig mal ein bisschen regnen. Der Limes ist in Gefahr. Der Limes. Der Limes brennt. Ich trinke mal deinen Schluck auf. Mhm. Aus. Ja, aber ich würde sagen, so können wir das eigentlich auch Max und Maggie jetzt wieder zurückspielen. Ja, wir sind eigentlich jetzt auch wieder am Ende der Folge. Eieiei. Andi ist Rasenverbot. Ja klar, es brennt. Naja, der hat Hunger. Keinen Bock zu löschen. Der hat Hunger, deswegen. Ach ja, okay, das ist wie in Real Life. Oh mein Gott, das ist ja hier sowas von fast Real Life. Essen ist wichtig, sonst stirbt man. Ja, ja.
Wieder und Irene tauschen ihre Gedanken aus über Religion, während sie die Flammen bekämpfen. Es ist ja nicht so, dass die Palisade eine riesige Zündschnur ist. Kann das jetzt mal aufhören zu. Kann das jetzt mal anfangen zu regnen oder so? Regnen oder schneien? Eieiei. Boah, das artet ja aus. Jetzt kriegt ihr auch noch Besuch. Nee, oder? Doch, so wie das hier bei euch aussieht. Boah, scheiße. Da lässt ihr wirklich Besucher rein. Oh, guck mal, das brennt hier alles. Ja, das macht nichts. So. Sarkophag von Elmo brennt. Nee, was? Das ist doch nicht der Sarkophag. Der nee. Sarkophag ist. Achso, ja, da ist der, ja. Aber was ist das hier nochmal? Das ist einfach nur so eine Struktur. So, eieiei. Wieder, die Irene ist da oben. Komm, die Irene schicken wir hier hin. Eieiei. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn die da durchs Feuer gelaufen wären. Ja, dann hätten wir wieder gute Ausrüstung gekriegt, ne? Ja. Ach, mein Gott, das, weil es nicht im Blauen ist, wird nicht gelöscht. Ich fasse es ja nicht. Und Maggie ist jetzt auch rasend vor Wut. Oh Gott, Maggie und Andy. Oh oh. Nein. Doch. Jetzt bringen wir uns um. Ihr schlagt euch gegenseitig kaputt. Ja. Nein, doch, oder? Doch. Wir schlagen uns gerade kaputt. Oh. Jetzt müssen wir warten, bis einer von euch bewusstlos ist. Ihr seid aber auch bekloppt, ohne Flachs. Könnt eure Emotionen gar nicht. Andy ist müde, Andy hat Hunger. Ach, Andy hat sich wieder beruhigt, sehr gut. Okay. Flüchtet und kauert. Andy flüchtet so kennen wir den Andy, ne? Guck mal, was ich alles hab. Prellung. Habe ich irgendwas gebrochen? Nein, du hast nur Prellungen. Aber trotzdem Mimimi. Und Maggie? Sie blutet. Die hat einen Bruch. Die hat die Speiche gebrochen. Das Schienbein hat sie gebrochen. Und du haust ab. Ja. Oh Gott, wieder bleib weg. Wieder fängt gleich an. Was rennt denn da Schwarzes bei uns im Lager rum? Das sind Pferde. Kann das wieder bitte zähmen? Oh, ein Pferdi. Bewusstloser Kolonist. Maggie ist ohnmächtig geworden. Dann trag den mal da, dann trage ich die jetzt mal weg. Ja. Eieieiei. Ah, es fängt jetzt an zu regnen. Gut. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hulk frisst sich durch die Speisekammer. Ey, Hulk! So, Maggie. Oh, toll. Und wieder das nächste Gewitter. Ich will nur eins festhalten, Maggie. Ja? Du hast den Streit angefangen und ich trag dich noch ins Bett. Ne? Da waren gerade Fremde in eurem Haus. Ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Fettarsch, der an unserer Mauer vorbeigelaufen ist. Der hat keine Hose an, übrigens. Ja, eben. Können wir mal kurz mit den Handeln noch schnell? Wow. Bevor die abhauen? Wow. Ja. Mit dem Ali. Oh, die haben euch ein Geschenk gegeben, einen Langbogen. Oh. Ui, danke schön. Ach, das waren die, wo ihr gerettet habt, einer. Echt? Ja. Ja, guck mal. Die haben hat Essen, doch Bauteile und Medizin. Siehst du, hat sich doch gelohnt. Guck mal, wir können diese Marmorstatue verkaufen. Für 102. Ist es ein guter Preis? Ja. Das ist ein guter Preis. Ja, dann verkauf die. Und kauf mal die Bauteile. 4 Stück hat er insgesamt. Für 43, nee, für 19? 1978. 19, genau. Ja. Die nehmen wir. Und dann nehmen wir auf jeden Fall die Medizin noch. Ja, ja. Könnt ihr euch auch leisten. Gut. Okay. So, gut, das Feuer geht jetzt auch aus. Wow. Das war ein Blitz. Ja. Maggie wird vom Andy auch noch behandelt. Wow. Ja, aber okay, solange es regnet, ist okay.
Ja, außer wenn einer Hauptsache, getroffen wird. schlagen die auch irgendwie in Häuser ein, die Ja, Blitze? kann auch Ah, passieren. ja, okay. Na gut. Ja, gut, Ich würde aber. vorschlagen, Andi wir hat haben jetzt eh so eine schon Fressattacke. überzogen. Eieiei. Also es eskaliert hier jetzt völlig. Ich würde sagen, wir Was machen jetzt mache ich wirklich. jetzt? Du hast eine Fressattacke. Du gehst Ja. jetzt ins, hier ins Lager und frisst dich voll. Gut. Zustand, Fressattacke. Okay, dann danach wieder kotzen, dann dürfen das Max und Maggie wegwischen. Max ist noch Ach weggelaufen. Ach, Maggie und wieder. du Heilige. Ich sehe gerade, Was ist? Maggie hat scheinbar noch eine Ratte verprügelt vorher. Was? Ja, Von da, wo? den Bruch an der, die hat sich die Nase gebrochen. Von An einer der Ratte. Oh, Maggie, Boomerang. was machst du auch für einen Sie hat eine Ratte Scheiß? verprügelt. Wann hatten Sie die Ratte? Wo hat sie denn eine Ratte verprügelt? Ach, warte mal. Nein. Das ist ein toter Hase. Wo ist denn hier? Keine Ahnung. Also sie hat sich mit einer Ratte geprügelt, auf jeden Fall. Okay. Und dann ging den Andi auch noch. Für eine Ratte, ne? So mit, bei so einer Ratte kann man sich auch mal die Nase brechen. Na gut. Ja, Maggie kriegt das hin. Bestimmt. Mit ihrem Das war's Motto. jetzt aber auch leider mit den Spirits erstmal. Richtig, Jetzt genau. gibt es wieder einen Wechsel. Jetzt kommen Wir wieder geben Max den und Maggie. Staffelstab weiter an, an Max und Maggie Maggie und an Maggie und wieder. wieder. Habt ihr noch eine Nachricht an die beiden? Also Ja. an Maggie meine ich. An Maggie können wir nur sagen, dass wir tief erschüttert sind, was Max so getrieben hat in der Abwesenheit. Ja. Dass wir selber sehr erstaunt waren und es leider nicht verhindern konnten. Und es uns entsetzlich leid tut. Aber wirklich. Und wir haben sie ja gerettet und wir haben sie auch gerade, obwohl sie Amok gelaufen ist und mich verprügelt hat, habe Und ich eine sie noch Ratte. aufgehoben und habe sie ins Bett getragen und ja, Ja, von Maggie, daher. weißt du was? Reiß dich mal am Riemen. Hör auf, deine Emotionen hier voll den Richtig. Genau. freien Lauf zu Genau. lassen. Vielleicht mal Das ein ist ja bisschen. kein Spaß, ne? Vielleicht ein bisschen Disziplin mehr. ist Schau mal, angesagt. ich habe dir so eine schöne Statue ins Zimmer gestellt, ja? Vielleicht mal ein bisschen mehr meditieren. Ein bisschen gelassener. Genau. Tief durchatmen hilft auch. Genau. Reiß dich Und am wenn Riemen und du schaffst das auch. gar nichts mehr geht, einfach Elmo streicheln. Und wieder mach weiter so. Aber ja, ist okay. Deine Geschichten, worüber du dich unterhältst, gefallen mir. Ja, da habe ich jetzt sogar gerade noch was. Er hat es nämlich wieder versucht. Wieder und gerade Irene. Der wird dich irgendwo mal rumkriegen. Nee, nee. Ich muss mich zusammenreißen. Moment, das ist jetzt ein sehr schwieriger Satz für mich. Wieder umgarnt Irene durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf seine Größe. Irene reagiert kaum. Kann es sein, dass Irene eine Lesbe ist? Das Nein, du sind hast einen 20 Liebhaber. Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Ich glaube, ich bin hier eine, vielleicht bin ich asexuell Nee, du hier. hast nur Augen für mich. Nein, ich mag dich ja hier nicht mal Doch, du so. magst Ja, mich. aber ich liebe dich ja nicht mal. Doch, Wir sind nicht mal in das einer kommt Beziehung. noch, das Aber kommt okay, noch. alles klar. Ja, ihr seid Freunde, immerhin. Genau, wir sind gute Freunde. Aber Andi nimmt es ja trotzdem übel, dass du irgendeinen Kolonisten getötet hast, keine Ahnung. Genau. Aber du hast ihn auch gerettet. Ja. Andi ist auch ein Sensibelchen, wie Maggie. Ich habe nur Nein. mit Weicheiern zu tun hier im Spiel. Also die Werte sind fast auf Maximum. Da wird sich noch was an. Also gut, wenn das mit wieder jetzt nicht noch kommt. Ja. Yes, egal. Gut, das ist alles was für die nächsten Folgen. Genau. Wir sind gespannt, Wie es weitergeht. wie die Berliner das weitermachen. Und abschließend kann ich nur eins, um die Berliner um eins bitten. Bitte kein Lautschi. Der macht alles kaputt. Du meinst Fauci. Bautschi. Bitte kein Bautschi. Wauci. Der macht alles kaputt, der Bautschi. Ach ja. Gut, es war wieder eine geile Folge gewesen, ist jede Menge passiert. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst eure Meinung in den Kommentaren da, lasst einen Daumen Daumen nach nach oben da, oben. geht auf jeden Fall bei den Spibbits vorbei. Aber hier auch abonnieren, liken Ja, stimmt, scheißt auf die Spibbits, abonniert unseren Kanal hier.
Und schreibt mal in die Kommentare, wie wir uns geschlagen haben, als vor allen Dingen Irene als Gaming-Noob. Null. Zero. Und ich als Casual Gamer, wie es so schön heißt. Casual Gamer? Casual Gamer. Du zockst mittlerweile so viel, wie ich lese, jeden Tag. Also. Nein. Na gut, ihr Lieben. Macht's gut, Leute. Das war mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Hat mich richtig gefreut. Und wir freuen uns, wenn wir den Staffelstab wieder zurück, falls wir den Staffelstab wieder zurückkriegen. Wollte ich gerade sagen, ich freue mich drauf, wenn ich euch wiedersehe, da oben rechts in der Ecke. Genau, die Drogen sind ja weg, von daher kann nicht viel passieren. Ja, da kann immer was Neues dazukommen, du weißt. Ich meine, vielleicht wird ja was gekauft, anstatt gefunden. Ich will ja jetzt keinen zu irgendwas ermutigen. Psst, jetzt. Also, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann und ciao.